Lützerath, also dem Aufeinandertreffen zwischen Aktivisten und der Polizei, konnte man bislang in den Medien verschiedene Bilder und Videos vor allem feststellen, die wie Gewalt wirken oder die man als Gewalt deklarieren kann. Das allerdings ist natürlich eine Frage der Perspektive. Man kann das juristisch sehen, dann ist Gewalt das, was nachträglich in einem Prozess als Gewalt deklariert wird. Das ist üblicherweise so, dass dann also gegen Aktivisten vorgegangen wird, die Widerstand gegen Staatsgewalt geleistet haben oder anderes. Umgekehrt gibt es auch Rufe, die sagen, die Polizei ist gewalttätig gewesen. Auch hier würde man juristisch sagen, naja, das muss man dann klären. Das ist meistens eine andere Geschichte. Schon statistisch wird Gewalt durch die Polizei eigentlich selten juristisch bestraft. Nicht unbedingt, weil es nicht vorkommt, sondern das hat strukturelle Gründe in der Organisation der Polizei selber. Gewalt ist eine Frage des Standpunktes. Diejenigen, die Gewalt ausüben, empfinden sie häufig nicht als Gewalt. Und diejenigen, die die Opfer dieser Gewalt sind, empfinden sie umso mehr als Gewalt. Das heißt, auch das eigene Handeln lässt sich natürlich leichter rechtfertigen, aus der Situation heraus, aus der Not heraus, als etwas zwingend Erforderliches. Wohingegen das Handeln derer, die einem im Weg stehen, das ist dann eher Gewalt. Das wird dann eher problematisiert. Es ist in Deutschland wie in allen demokratischen Staaten so, dass das Gewaltmonopol gebündelt ist bei der Polizei, die ursprünglich mal historisch gesehen eine Verwaltungsbehörde war und erst sehr viel später tatsächlich als bewaffnete Ordnungsinstanz aufgetreten ist. Und das gilt ja als vernünftig weitgehend, da man dadurch sozusagen die Gewalt aus der Gesellschaft raushalten will. Und sie wird nur dann aktiviert, die polizeiliche Gewalt, wenn andere Gewalt entsteht, die dadurch beseitigt wird. Das heißt, es gibt also eine recht einfache Unterscheidung, die gute und die schlechte Gewalt. Die gute ist die polizeiliche, die schlechte, die polizeilich bekämpft wird. Aber dieses einfache Muster funktioniert nicht immer. Das sieht man sehr schön im Kontext von, ja, sag ich mal, sozialen Bewegungen gegen bestimmte politische Entscheidungen. Lützerath ist ein Beispiel. Da ist es dann sehr schwierig, auch der Bevölkerung zu vermitteln, dass es eine zwingend erforderliche staatliche Gegenmaßnahme gegen illegales Handeln. Und das polarisiert dann eben auch. Also die Menschen in Lützerath und anderswo empfinden sich sicherlich nicht als typische Verbrecher und sind es wohl auch nicht, denn sie haben ja nun Motivlagen, die nicht auf Bereicherung aus sind, sondern eher ideeller Natur sind. Das heißt nicht, dass sie dadurch gerechtfertigt sind, aber es ist doch eine andere Einstellung. Und wenn man dann dieses polizeiliche Gewaltmonopol auffährt, also dann haben wir die Situation bewaffnete Menschen gegen Unbewaffnete, dann ist es natürlich in der Wahrnehmung auch mancher Außenstehender unverhältnismäßig, unproblematisch. Ja, die Frage nach der Unverhältnismäßigkeit von Polizeieinsätzen oder vielleicht sogar von Gewalt der Polizei, die ist insofern relativ einfach zu beantworten, als Polizeigewalt immer unverhältnismäßig ist. Das soll sie nämlich sein. Es ist ja absichtlich so gesteuert, dass Polizistinnen und Polizisten bewaffnet sind, Helme haben, nicht leicht zu identifizieren sind, sodass sie nicht in ihrem Privatleben persönlich attackiert werden können. Sie haben Gummiknüppel und Handschellen, sie haben Reizgas und sie haben sogar Pistolen. Und das dient ja dem Zweck, Probleme, Herausforderungen, Ordnungsstörungen des modernen Staates eben zu unterbinden, notfalls mit Zwangsmaßnahmen, also mit Gewalt. Im Fall von Lützerath heißt das, wir haben also die bewaffnete Seite und die unbewaffnete. Die bewaffnete ist dann auch zahlenmäßig oft geringer, aber die unbewaffnete hat dann eben auch weniger Durchsetzungsmittel für gewöhnlich. Und dann kann es, wenn es eskaliert, eben dazu führen, dass diese beiden körperlich aufeinandertreffen. Und dann entstehen diese Bilder, die wir gesehen haben. Also ne, die Polizei schlägt auf eine Truppe von Menschen. Diese Menschen stellen sich aber in den Weg, versuchen die Polizei abzudrängen. Da wird hier geschubst, da wird da geschubst. Letzten Endes wird die Polizei eigentlich immer, wenn sie das will und wenn sie das wirklich eskalativ auch durchzieht, wird sie immer die Oberhand behalten, einfach weil sie auch dieses Waffenmonopol hat. Das ist eine politische Frage, wie weit man da geht. Das können Polizistinnen und Polizisten selbst nicht entscheiden. Das ist nicht ihre Aufgabe und es ist auch besser so, dass sie es selbst nicht entscheiden können. Zivilgesellschaftliches, politisches Engagement, das wirklich etwas verändern will, also auch staatliche Maßnahmen, Entscheidungen verändern will, intervenieren will, wenn das sozusagen passiert, Atommülltransporter, Klimaschutz, Hambacher Forst und so weiter oder eben jetzt Lützerath, wenn sowas passiert, dann ist da immer so eine besondere politische Polarisierung drin, denn dann geht es sozusagen um die Klärung der Frage, was ist jetzt eigentlich im Sinne der Bevölkerung, was ist angemessen, was ist richtig, was ist eine gute Entscheidung.
Da gibt es dann eine politische Perspektive, da gibt es eine juristische Perspektive, da gibt es eine moralische Perspektive, beziehungsweise viele moralische Perspektiven. Das Interessante ist bei den Polizeieinsätzen, Polizistinnen und Polizisten werden nicht dafür bezahlt, moralische Wertungen abzugeben. Die werden dafür bezahlt, Anweisungen zu folgen. Wohingegen Aktivistinnen auch als Kollektiv häufig auftreten, also auch nicht unbedingt jetzt jeder Einzelne macht sich da Gedanken. Die fühlen sich da in der Gruppe mit gemeinsamen Zielen, fühlen sich wohl. Aber die haben natürlich eher so die Haltung, was wir machen, ist etwas wert und ist sinnvoll aus der Sache heraus, nicht weil es eine Anweisung dafür gibt. Also die Haltungen auf beiden Seiten sind schon sehr unterschiedlich und deshalb findet man da auch vor Ort natürlich keinen gemeinsamen Nenner. Der Austausch kann höchstens sein, dass man so ein bisschen deeskaliert, ein bisschen versucht, da vernünftig zu sein und da es nicht zu übertreiben. Das gelingt bei Demonstrationen mal mehr und mal weniger gut. Wie man das jetzt aufarbeitet? Naja, für gewöhnlich gibt es die juristische Aufarbeitung, also der Staat geht juristisch gegen bestimmte Demonstranten und Demonstrantinnen vor, die irgendwas gemacht haben, was man dann auch bewiesen hat auf Videos. Und oder Aktivistinnen könnten auch die Polizei verklagen. Das ist ein bisschen schwierig festzustellen, wer war das im Einzelnen, wegen eben Gewalt im Dienst, also Straftaten im Dienst vielmehr. Die juristische Aufarbeitung ist aber nur eine Seite. Die politische ist das Entscheidende. Und die findet langfristig statt in vielen Aushandlungen. Da geht es auch nicht um den Einzelfall Lützerath. Da geht es um die Frage, sozusagen, welche ideologischen Haltungen man als eine bestimmte Partei zu solchen Sachverhalten wie Lützerath überhaupt haben kann und haben will. Und das ist ein Prozess, der wird noch andauern. Und da ist Lützerath eigentlich nur ein Teil, ein Steinchen im ganzen Mosaik.